Hallo Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Ja, und diesmal hat es einige Tage kein neues Video gegeben. Ich hatte einfach keine Zeit, um Videos aufzunehmen. Ich hatte auch nichts vorbereitet gehabt, aber heute gibt es wieder etwas Neues. Und zwar geht es um Kohlenwasserstoffe in Ungarn und wo eben Abbaugebiete bzw. aktuelle Pumpstationen bzw. Förderungen gibt in Ungarn und wo es Erkundungen gibt. Und dazu habe ich hier eine ganze Liste mit den Ortschaften. Zuerst schauen wir uns einmal die Orte an, wo es schon eine Förderung gibt, also Kohlenwasserstoffe. Dazu gehört ja Gas, dann Erdöl, ja. Und das schauen wir uns an, aber natürlich auch Kohlenwasserstoffe sind auch Kohle. Ne? Und ja, dazu eine Liste, wo es eben Abbaugebiete, Fördergebiete und so weiter gibt und wo es Erkundungen gibt. Und ja, ein Video wird noch folgen und da zeige ich euch dann die ganzen ungarischen Fernleitungshochdruck-Pipelines, die von verschiedenen Seiten kommen und wo es dann auch noch einige Änderungen geben wird, sobald, ich würde mal sagen, sobald Turkish Stream fertig ist, wenn Nord Stream 2 fertig ist, da wird es, denke ich einmal, gravierende Änderungen geben und das schauen wir uns in einem nächsten Video an. Jetzt einmal zu den Ortschaften mit den Abbaugebieten bzw. Fördergebieten mit den Kohlenwasserstoffen und dann, wo es Erkundungen in Ungarn gibt. Also, da haben wir jetzt die Landkarte bzw. die Liste mit den Ortschaften und die ist unterteilt in West, Mitte und Ost. Wie man hier sehen kann, im Osten von Ungarn gibt es eigentlich die meisten Fördergebiete bzw. Förderpunkte, Abbaugebiete und so weiter. Denn wie gesagt, unter Kohlenwasserstoffe fällt ja nicht nur Gas, sondern auch Erdöl, dann ja, auch Torfabbau. Torf ist ja ebenfalls Kohlenwasser, gehört auch zu Kohlenwasserstoffe, aber Kohle gehört dazu. Und ja, die Liste bzw. die Landkarte ist etwas klein. Ich werde das mal noch vergrößern. So, hoffe, dass man das so gut noch gut lesen kann. Und da kann ja jeder jetzt selber schauen, ob die eigene Ortschaft dabei ist oder ob die Ortschaft dabei ist, wo man sich erkundigt hat, wo man zum Beispiel ein Haus besichtigt hat oder so ähnlich. Also zum Beispiel hier Bayernscheine, das ist gar nicht mal so weit weg von hier, von uns. Das ist hier in Örsching Nationalpark und dort ist auch ein ziemlich großer Fischteich, Angelteich, gehört glaube ich einem Holländer, der hat dort einen Angelteich errichtet bzw. eine Talsperre und der hat das aufgekauft. Hat eigentlich dort auch am Anfang gar keine Ungarn reingelassen. Keine Ahnung wieso. Warum kommt er dann überhaupt nach Ungarn? Naja, auf jeden Fall, jetzt geht es um Kohlenwasserstoffe und ja, das sind eben die Ortschaften, die im Westen von Ungarn zu finden sind. Hier, das sind die in der Mitte und das sind die, die eben im Osten zu finden sind. Und da im Osten ist auch vieles hier in der großen Pusta. Und ja, da muss man eben selber schauen. Schauen wir jetzt einmal, ja, einfach wer das Ganze jetzt durchlesen möchte, einfach das Video stoppen und dann kann man das Ganze durchlesen. Ich blätter jetzt einmal weiter zum nächsten Bild und das sind die Kohlenwasserstoffe, die in Ungarn derzeit erkundet werden, also wo es Erkundungen gibt. Und
Ich würde aber mal sagen, dass da schon mehr als Erkundungen gemacht wurden. Denn zum Beispiel Gallinghaser, dort gibt es schon einen Gasknotenpunkt. Also dort ist schon eine Anschlussstelle. Also dort werden nicht mehr nur Erkundungen gemacht. Dort gibt es Erdgas, dort gibt es dann auch eine Förderung und ja. Anschluss an das Gaspipeline-Netz. Und auch hier wieder unterteilt in West, also das sind die westlichen Ortschaften, dann hier Mitte und das sind die östlichen. Und da sieht man, da ist ja, das westliche, der westliche Teil, ja, eher wo man was gefunden hat, denn ich muss dazu sagen, zwischen Salargeseg und Nordkanischer, da gibt es ja auch viele Pumpstationen, Erdölpumpstationen. Und ich denke mal, dort die Gegend wird das auch hier sein, aber auch unten bei Pietsch, da ist ja das Mecsek-Gebirge und so weiter, rund um Mecsek-Gebirge, das Örsching, das ist das Örsching-Nationalpark, Gallinghaser, das ist hier ebenfalls am Rand vom Örsching-Nationalpark. Auch hier einfach, wer sich für die Ortschaften interessiert, einfach hier das Video stoppen und dann die Ortschaften einfach ansehen. So Leute, das war ja die Liste mit den Fördergebieten bzw. Abbaugebieten von Kohlenwasserstoffen in Ungarn. Ich hoffe, die kleine Info hat euch gefallen. Ja, es ist immer wichtig zu wissen, wo es ein Abbaugebiet gibt, wo es Fördergebiete gibt und so weiter. Zum Beispiel in Österreich ist das Gebiet für Erdgas, Erdöl, Gensandorf da oben, Niederösterreich, dort wird viel gefördert, dort sind Pumpstationen, dort ist auch das größte, glaube ich, größte Gashub in Österreich. Von dort bekommt auch Ungarn einen Teil Gas zurück, wenn ich mich recht erkundigt habe oder beziehungsweise wenn ich das recht weiß, ja, aber dazu in einem anderen Video dann mehr. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.